Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Ja, also im Endeffekt das 2:2 ist nach dem Spielverlauf okay. Wobei ich muss sagen, das 1:2, glaube ich, in meiner Sicht war faul an mich. Dann wäre dieser Freistoß auch gar nicht gekommen. Wir haben ganz klar einen Ellbogenschlag ins Gesicht bekommen. Deswegen blute ich ja nicht aus der Lippe. Und das muss einfach der Schiedsrichter oder der Linienrichter sehen. Dann passiert diese Situation gar nicht. Und ja, dann haben wir einfach diesen Freistoß bekommen. War ein gutes Ding, glaube ich, kann keiner was machen. Und dann mit den Fans und allem haben natürlich die Osnabrücker eine zweite Luft bekommen und haben dann das 2:2, haben mehr Anteile am Spiel gehabt und wir konnten den Schalter einfach nicht mehr umlegen. Aber ich denke, ein Punkt hier rauszuholen aus diesem Stadion ist, glaube ich, schon was wert. Das sieht man aber dann später erst. Erste Viertelstunde haben wir ganz schön geschwommen, hat Benni zwei Dinger gut gehalten. Dann machen wir es wieder clever, machen zwei schöne Tore, haben auch noch ein paar gute Chancen. Ich denke, der Halbzeitstand war nicht ganz unverdient, so 2:0. Ich denke, das Spiel ist in unsere Richtung gekippt. Das sollten wir in der zweiten Halbzeit für uns nutzen. Wir wussten, die Osnabrücker werden ganz, ganz einfach im Fußball spielen, die Dinger nach vorne qualmen und hinterherlaufen. Da haben wir uns ein bisschen zu sehr anstecken lassen von dieser Hektik, von dieser Unruhe. Die haben ja nur nach hingeschossen, hinterhergelaufen. Und wir haben genau das Gleiche mitgemacht. Und das war unser Fehler. Somit haben wir es gar nicht mehr geschafft, so ein bisschen Ballkontrolle reinzukriegen. Ja, das 2:1 ist ein bisschen schnell gefallen. Also waren wir ein bisschen nervös, ich glaube. Das müssen wir lernen. Das haben wir in den letzten beiden Spielen schon nicht gut gemacht, mit der Führung umzugehen. Das haben wir heute nicht gut gemacht. Aber im Endeffekt können wir mit 7 Punkten noch aus 3 Spielen sehr zufrieden sein. Ja, ich glaube, dass das für die Entwicklung von unserer Mannschaft, glaube ich, sehr wichtig ist, auch mal einen Rückschlag zu bekommen. Einfach, es mag sich vielleicht heute noch nicht bemerkbar machen und auch nicht morgen, aber im Laufe der Saison einfach. Wir haben jetzt letzte Woche bei den 2 Spielen haben wir auch ein Gegentor bekommen und haben uns über die Zeit bzw. auch wieder reingekämpft, weil wir in der ersten Halbzeit sehr viel Aufwand betreiben und haben letztendlich heute mal einen leichten Dämpfer bekommen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, auch ein Punktgewinn. Hier in Osnabrück hat das jetzt mit dem Tabellenplatz erstmal nicht viel zu tun gehabt. Ist eine gute Mannschaft, an der Bremer Brücke zu spielen, ist immer was Besonderes. Und von daher denke ich, dass es unterm Strich verdient ist, der Punkt. Und auch sind wir auch zufrieden. Wir haben erstmal die zweiten Bälle nicht gut gewonnen. Also vor der Abwehr, wir wussten, die Dinger kommen lang, dann geht ein Kopfballduell, dann musst du da sein. In der Tiefe als auch direkt am 16er, die haben wir nicht immer gewonnen. Das war nicht gut, weil wir nicht kompakt genug waren. Auf der anderen Seite haben wir dann die Bälle, die wir gewonnen haben, hektisch nach vorne gespielt. Hektisch. Wir haben in den letzten Spielen viel besser die Konter. Wir haben Silvano, wir haben Luca viel besser eingesetzt in den Kontern, die das können, die sich aufdrehen können. Aber die haben heute wahrscheinlich einen Nackenkrampf in der zweiten Halbzeit gekriegt. Die haben nur über sich drüber geguckt und das war nicht gut. Da hätten wir mehr Ruhe haben müssen, aber ja gut, das sagt sich so einfach. Ich glaube, das sah in dem Moment erstmal, dass das ein schöner Freischuss war. Die haben es sehr, sehr, wie soll ich das nennen, sehr clever gemacht, haben hier quasi 12 Männer vor die Linse gestellt und einer, der immer mit mir mitgegangen ist, das heißt, ich habe überhaupt nichts sehen können und war dann, ja, konnte auch nicht mehr reagieren. Wir wussten, dass er sehr gute Freischüsse schießen kann, von daher hatten wir uns auch vorbereitet, aber gut, ist passiert, das ist jetzt passiert und das 2:2, da waren wir uns einmal nicht ganz stimmig, haben den Ausgleich bekommen und haben trotzdem aber danach weiter Fußball gespielt, was auch natürlich dann noch gefährlich ist, bei einem 2:2-Stand das Ding noch über die Zeit zu bringen. Aber trotzdem ziehe ich den Hut vor der Mannschaft, war eine gute Leistung.